Hallo, hier ist Ralf Tschinke von Ambi Deluxe Moments for Living. Und ja, es ist bald wieder Amazon Prime Day 2021. Und zwar findet er dieses Jahr am 21. und 22. Juni statt. Und ja, Amazon macht da jetzt auch schon Werbung. Und was sieht man hier? Anscheinend denken sie auch wirklich an kleine Unternehmen wie dieses. Das sind unsere AmbiClean-Produkte. Und ja, das finde ich einfach gut, dass Amazon auch mal merkt, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen auch auf der Plattform für den Umsatz sorgen und viele kleine und mittelständische Unternehmen einfach alles am Laufen halten. Und wir haben hier bei diesen Entkalkungstabletten, es ist so, dass wir da auch relativ viel im Eigenversand mittlerweile machen. Ich hatte ein anderes Video, da ging es um die Lagerbestandsproblematik, dass Amazon uns einfach den Lagerbestand reduziert hat. Ja, dazu vielleicht ein kurzes Update einfach mal. Ja, wir können immer noch nichts einschicken an die Amazon FBA-Lager. Das heißt, wir nutzen dieses Amazon-Versandsystem. Und hier sieht man, dass die Auslastung aktuell bei 2870 ist. Wir haben maximal nur 1888 ja, Stück Produkten an die Amazon-Lager schicken dürfen. Und ich monitore das hier so ein bisschen. Ich habe hier so ein paar Screenshots gemacht. Und wir waren hier erst bei 3958 von der Auslastung. Das heißt, wir sind schon ziemlich runtergegangen. Wir durften 2105 reinschicken. Das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt. Auf einmal, das war vorgestern, durften wir dann, genau, durften wir dann angeblich 3571 Produkte reinschicken, durften also hier maximal Lagerliefermenge 582 neue Produkte an Amazon senden. Und einen Tag später, gestern, heißt es wieder Edge-Badge, das war wohl nichts. Also dann durften wir wieder nichts schicken an Amazon. Ja, was ist jetzt die Situation für uns dadurch? Wir können mit diesem Amazon FBA-System nicht kalkulieren, ne? Also die Ware, die wir sonst an Amazon geschickt haben, das funktioniert so nicht mehr für uns. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Wir haben relativ viele Produkte, ja, die jetzt über das Prime-System von Amazon laufen. Wir haben aber auch den Eigenversand. Nur für uns als kleines Unternehmen gestaltet sich auch relativ schwierig, muss ich sagen. Das Amazon-System ist da schon vorteilhafter. Aber Amazon lässt uns ja einfach keine Möglichkeit. Wir müssen in den Eigenversand gehen. Und Eigenversand heißt in dem Fall auch nicht einfach nur Eigenversand, sondern Eigenversand heißt in dem Fall wirklich Prime by Seller, weil wir festgestellt haben, dass ja, die Prime-Produkte oder die Produkte, die einen Prime-Status haben, sich wesentlich besser verkaufen als die ohne Prime-Status. Obwohl es der gleiche Preis ist, obwohl keine Versandkosten on top dazukommen, alles gleich. Aber ja, sie verkaufen sich nicht so gut. So, das heißt, Amazon bietet dieses Prime-by-Seller-Programm an, bietet aber auch nur zwei Logistikdienstleister, zwei Logistikunternehmen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das ist einmal DPD und das ist Hermes. Wir arbeiten mit Hermes im Eigenversand und sind da eigentlich super zufrieden. Mit DPD haben wir zweimal dieses Prime-Programm probiert und wir haben eine sehr, sehr hohe Retourenquote und sehr schlechte Zustellquoten einfach. Das heißt, die Pakete werden nicht vernünftig ausgeliefert. So ist zumindest unsere Erfahrung im Verhältnis zu Hermes oder zu DHL. Und jetzt wollten wir mit Hermes das Ganze umsetzen. Hermes hat aber ja, da auch gewisse Reglementarien, sage ich mal. Und zwar darf man das Hermes-Programm nur benutzen, wenn man über 1500 Päckchen im Monat alleine über Amazon verschickt. Da kommen wir drüber. Aber die zweite Sache ist, man muss im Umkreis von bis zu 100 Kilometern um ein Hermes-Logistikzentrum drumherum sein. Und das sind wir anscheinend nicht. Ja, also das funktioniert daher nicht. Und somit bleibt uns nur DPD. Und jetzt habe ich mal einfach eine Kostentabelle hier aufgemacht. Das vergessen nämlich viele, die einfach bei Amazon kaufen. Vielleicht bist du ja auch so einer, der einfach nur auf den Preis guckt. Aber ich kann dir ganz sicher bestätigen, da sind auch immer Versandkosten in diesem Preis mit drin. Also klar, manchmal vielleicht rechnen gewisse Händler falsch oder so. Aber wir haben hier einfach Kosten. Wir sind ganz viel hier in diesem XS- und S-Bereich von unseren Päckchen und vielleicht auch mal im M-Bereich. Und da sieht man einfach, das sind unsere Kosten, die wir jetzt hier von Hermes bekommen haben, wenn wir selbst versenden. Dann gibt es noch über Amazon-Preise, wenn man mit Hermes versendet. Dann gibt es noch Hermes Prime. Das sind wiederum andere Preise. Und dann gibt es hier das DPD Prime. Und da sieht man schon, das ist mit Abstand das teuerste von den ganzen Preisen. Also wir zahlen jetzt so für so ein XS-Päckchen 4,50 €. Das ist ein sage und schreibe 1 € mehr im Verhältnis zu unserem Eigenversand. Ne?
Das ist erstmal ziemlich teuer und happig, ja. Natürlich gibt es hier Rabattstaffeln, wenn man mehr verschickt und so weiter, aber jetzt ist die Frage, wer bezahlt diese Kosten, diese Mehrkosten? Und das gibt es im Prinzip nur zwei Antworten. Entweder der Händler kann das irgendwie abfedern oder die Produktpreise, der Produktpreis erhöht sich dadurch. Ja, natürlich spart man vielleicht auf einer anderen Seite wieder, weil man nicht noch zusätzlich ans Amazon-Versandzentrum schickt und so weiter. Also das muss man einfach schauen. Aber das ist aktuell der Stand der Dinge. Ja, also wir werden jetzt DPD, das DPD Prime-Programm aktivieren, weil wir einfach keine andere Chance sehen. Ja, das ist hier unsere einzige Chance, dass wir überhaupt mit Amazon noch weiter arbeiten können und Kunden diesen Prime-Status anbieten können. Eine andere Möglichkeit sehen wir da nicht. Ja, das ist eine relativ auswegslose Situation, muss man ganz klar so sagen. So, und das kann jetzt jeder sehen, wie er will, aber für Händler ist das einfach eine schlechte Situation. Ja? Man zahlt mehr bei DPD und man kriegt noch den schlechteren Service. Dumm gelaufen. Aber so ist es. Also, wundert euch nicht, wenn ihr demnächst mehr Päckchen von uns über DPD bekommt. Das ist der Grund. Eine andere Chance haben wir nicht. Ja, vielen Dank für euer Verständnis und wenn ihr das Video mögt und ich noch mehr davon machen soll in diese Richtung, gebt dem Ganzen doch einfach ein Like und abonniert den Kanal. Vielen Dank, Ralf Jenke von Ambi Deluxe, Moments for Living. Ambi Deluxe, Moments for Living.